Ein weiterer Höhepunkt beim wilden Wochenende in Durham stand am Samstag, den 27. Mai 2023, auf dem Programm. Zum ersten Mal wurde der alljährliche Wildpferdefang aus der Meerfelder Wildpferdebahn live auf den Marktplatz übertragen. Dafür hatte sich die Dürmener Firma MP Veranstaltungstechnik eigens einen Übertragungswagen beschafft und einen Satellitenkanal angemietet. Denn in der Wildbahn gibt es weder Internet noch einen Stromanschluss. Bis zum Beginn des Wildpferdefangs unterhielt Radiomoderator Philipp Böckmann von Radio Kiepenkerl die zahlreichen Zuschauer auf dem Marktplatz. Und ich bin der Moderator heute Nachmittag zusammen mit Frelli Allerdisse in Sachen Wildpferdefang, in Sachen Übertragung vom Marktplatz aus. Also es ist ja wirklich eine Premiere. Normalerweise der Wildpferdefang immer restlos ausverkauft, meist Wochen im Voraus. Und wir ermöglichen hier allen Menschen einfach live dabei zu sein, vom Marktplatz aus, praktisch aus dem Herzen von Dülmen. Und das ist halt eine absolute Premiere. Wir haben extra eine Satellitenübertragung gebucht, also sehr, sehr aufwendig, um allen Menschen auf der großen Leinwand den Wildpferdefang zu zeigen. Das Wetter passt, also ich bin richtig heiß auf den Wildpferdefang heute. Neben der Übertragung hatte das Kulturteam der Stadt Dülmen nicht nur für Kinder einiges organisiert. Es gibt eine Ausstellung. Wir haben Fotografinnen und Fotografen aufgefordert, Bilder einzureichen. Und eine Jury hat die 15 schönsten und besten Bilder ausgewählt. Die kann man hier ebenfalls sehen. Wir haben auch Kreativangebote für Kinder heute mit im Angebot. Man kann Steckenpferde basteln, man kann Hufeisen gestalten. Und vor allen Dingen kann man die Steckenpferde, die man gebastelt hat, hinterher direkt ausprobieren beim Hobbyhorsing. Also Hobbyhorsing ist eine, ich sag mal, Trendsportart, die in den letzten Jahren auch in Deutschland ziemlich beliebt geworden ist. Die Kinder springen mit kleinen Steckenpferden über niedrige Hürden. Das heißt, das hat viele gymnastische Elemente, viele sportliche Elemente und ist tatsächlich, wenn man das professioneller betreibt, richtig anstrengend. Dann wurde es spannend. Pünktlich um 15 Uhr erfolgte der Einlauf der Wildlinge in die Fangarena. Die Übertragung aus der Arena begann. Die Zuschauer waren begeistert. Ja, wir wohnen schon ein paar Jahre in Dülmen und wir haben noch nie den Wildpferdefang mitbekommen. Und deswegen haben wir gedacht, wenn das heute mal übertragen wird, müssen wir uns das auch mal anschauen mit den Kindern. Och, wir lassen uns einfach mal überraschen. Wir schauen uns das mal an, was wir da zu sehen bekommen und mal gucken. Nach 2 Stunden endete die Übertragung aus der Wildbahn. Das wilde Wochenende war damit allerdings nicht zu Ende. Am Abend unterhielt eine Radioband mit bekannten Rock- und Popsongs.